Willkommen, willkommen zurück zu Hugh. Ja, dann schauen wir uns mal das Grauen an, was hier auf uns wartet. Okay, man kann also nicht durch diese Plattformen durchspringen. Okay. Dann. Wo muss ich eigentlich? Da muss ich hin. Okay. Interessant. Ja. Wie ist das gedacht von euch? Ja, aber hä? Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Weil hier wie soll man das machen? Da irgendwas, was halbwegs gleichmäßig durchfährt, was halbwegs gleichzeitig durchfährt. So dass alle irgendwie blockiert werden. Sind alle immer offen.
auf die obere hier. Kommst du gar nicht. Dummheit. Weil so schnell kannst du ja die Farben gar nicht wechseln, wie die das dir wollen. Irgendwas wirst du immer getroffen, wenn du auf der Plattform stehst, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also irgendwie. Okay. Brauchen dann nur ein bisschen ein besseres Timing. Yeah! Ah. Dummheit! Aber wir kommen vorwärts. Wir kommen vorwärts. Wir durchschauen die Pläne. Wir kommen vorwärts. Das ist schon mal gar nicht so übel. So, jetzt sind wir hier. Es kann nur schlimmer werden, meine Freunde. Es kann. Es wird schlimmer. Okay. Gut. Schön. Nein! Oh. Ist das denn wahr? Um eure Frage zu beantworten, oder um meine Frage zu beantworten, ja, es ist wohl leider wahr. Oh Mann. Alter. What the hell? Na ja, gut, aber wie gesagt, es geht vorwärts. Langsam und stetig. So. Doch nicht so. Und wenn ich dann drüber nachdenke, dass wir ja bei weitem noch nicht das Ende des Spiels erreicht haben,
dann kann das nur... Wieso? Tragischer werden. Es kann nur tragischer werden. Halt lila brauche ich, sonst sterbe ich wieder beim Springen. So. Jetzt dran denken, erst wieder hochfahren lassen. Das gute Stück. So, jetzt nehmen wir hier rot. Gott! Ich bräuchte zwei Farben gleichzeitig oder so. Aber gut. Warte mal, ich bleib mal kurz hier und guck mir das mal hier an. Ah, das heißt, wenn ich... Boah. Okay, wir fahren ganz hoch. Okay. Halt, blau, lila, rot und dann hier runter und blau nehmen. Das war wohl, wie wir gesehen haben, nicht ganz richtig. Passt mal auf, wir nehmen hier mal das rosa Pink. So, und du? Die Frage, kann man von dieser Leiter aus auf die Plattform springen? Man kann. Aber es scheint nicht gerade die beste Idee zu sein, das so zu machen. Oh, Freunde, 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 da habt ihr euch ja was ausgedacht. Da habt ihr euch ja was ausgedacht.
Scheibendreck. Scheibendreck. Ja, genau. Das war jetzt genau so, wie ich es wollte. Nicht. Dass man da dann immer wieder von ganz vorne anfangen muss. Das ist auch so ein Spot. Dieses Fahrrad. Aber ja, wir kommen voran, wie ihr seht. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir das dann richtig getimed und richtig gehandelt kriegen hier. Ja. Ja, okay. Wo ist der Schalter? Der wird wahrscheinlich da irgendwo ganz unten sein, weil jetzt im Moment gerade. Halt. Sehe ich keinen. Was bedeutet. Moment mal. Aufgrund von bitte was?
Hä? Die Türe geht auf, wenn hier dieser weiße Nupsi getroffen wird. Wetten das. Das heißt, wenn ich jetzt hellblau aktiviere. Achso, nee, wenn ich jetzt hellblau aktiviere, dann sterbe ich wieder. Ja, aber ihr seht, es wird getroffen und dann geht die Türe auf. So. That means. Weil die Tür zu langsam ist. Schöne Welt. Okay. Dann müssen wir das hier so machen. Müssen hier springen. Müssen jetzt hellblau aktivieren. Und sind dann durch. Jawohl. What? Hä? Aha. Alles klar. Moment mal. Der Rosane aktiviert die ganz linke Tür. Der Gelbe aktiviert, lasst mich gucken, die mittlere Tür. Und der Hellblaue aktiviert die äußere Tür. Ah. Ihr wollt mich trollen, oder wie? Sagt mal. So, das heißt, Tür. Das heißt, die mittlere Tür heißt der gelbe. Das heißt, ich muss rosa deaktivieren. Wenn ich aber rosa, warte mal. Jetzt rosa deaktivieren. Dann geht hier die Tür auf. So. Quetschen wir uns hier mal durch. Warte. Okay. Also, wir aktivieren rosa. Dann kriegen wir hier die Tür. So. Die zweite Tür wird aktiviert von hellblau. Das heißt, ich muss gelb deaktivieren. So, dann komme ich an den Schlüssel. Wobei, die kann man auch eigentlich da stehen lassen. So, das heißt, um jetzt wieder rauszukommen, muss ich wieder rosa aktivieren. So. Und hier muss ich hellblau. Doch mitnehmen. Dann muss ich die Truhe doch mitnehmen. Okay, passt auf. Gelb. Halt. Ich sollte vielleicht erst durch die Tür laufen. Okay, dann nehmen wir das hier vorsichtig mit.
aktivieren jetzt wieder Rosa, nehmen das vorsichtig mit. Gehen hier durch und aktivieren jetzt Gelb. Schon mal, ja, da muss ich jetzt Rosa deaktivieren. Muss jetzt Gelb deaktivieren. Und muss jetzt Hellblau deaktivieren. So. Ja, klar. Sonst haben wir keine irgendwie. Sonst haben wir keine Sorgen. Okay, wir gucken mal. Ja, da muss ich... Scheibchen. Wartet mal. Hellblau. Spielen mal Risiko. Ne. Springt da nicht weit genug. Da oben den roten, während ich draufstehe. Das ist natürlich. Hellblau. Und dann stehen wir. Ja, da werden wir auf jeden Fall von dem roten getroffen. Aber wenn ich jetzt... Der braucht doch viel zu lange, bis der unten ist. Das kann doch gar nicht gehen. Ich verstehe das nicht. Das ist mir nicht ganz klar.
muss ich gestehen. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, wie ich das machen soll. Jetzt hellblau. Jetzt springen und hellblau nehmen. Dann bin ich schneller als die Kiste unten ist. Das ist irgendwie. Ja, das, wie soll das gehen? Das ist doch. Gibt es hier noch irgendwo was anderes? Andere Kisten oder so? Nee. Okay, gut.
müssen jetzt hier rüber, müssen hier rüber, müssen hier rüber. Interessiert uns das im Moment? Nee. Das heißt, wir können hier und dann hoch. So. Ah ja, okay. Dann muss ich hellblau sichtbar machen. Das bedeutet, ich muss rot auswählen. Und dann gehen hier die Türen auf. Dann muss ich jetzt rot sichtbar machen. Dann geht die Tür auf. Dann muss ich jetzt wieder hellblau sichtbar machen. Hello. Und dann geht die Tür auf. Und dann tauschen wir das wieder um und dann geht die Tür auf. Ja, gut, okay. Einverstanden. Ja. Mhm, okay. Jupp. Moment, warte mal. Achso, nee, ich kann ja da gar nicht. Ich kann da nicht stehen bleiben, weil sonst werde ich zermatscht. Fast. Fast, fast, fast. Okay. Zu langsam. Hopp, 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 hopp. Rot. Ach so, nee, ist egal. Ich brauch blau, muss ich gucken. Okay, nach blau muss ich gucken. Okay. Dann muss ich hier nach lila gucken. Okay. Yay! wir haben wieder den Mönch. Yay! Das heißt, wir bekommen jetzt, wenn ich es richtig weiß, die letzte aller Farben. So, die letzte aller Farben. Und das ist grün. Wunderprima. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. So. Alter. Okay, einmal Regenbogen, einmal hier komplett Aktion. Ich wechsle gerade nichts, gell? Das macht das Spiel von ganz alleine. Also. Okay, wartet mal, ich gehe mal kurz hier in die Optionen und guck mal, ob man jetzt die Untertitel, weil manchmal hat das Spiel ja tatsächlich da ein Problem gehabt. The first time I wore the ring, I could see a colored image of the sun. Aqua, purple, orange, pink.
pink, red, blue, yellow and green. Great fireworks played out across the backdrop to my reality. Was I dreaming? Was I alive? My senses dulled from a lifetime of monotone, struggled with the revelation. Time eased. Colors danced in slow motion, like Pollock painting a ballet on the moon. I removed the ring and time slipped back to normal. Color dissolved into gray. It was overwhelming. But what followed affected me the most. After seeing in color for the first time, when everything returned to normal, I could remember in color. I had never before had a colored memory. So, dann schauen wir mal weiter, wohin uns dieser Gang hier führt. Und ich benutze jetzt absichtlich mal nicht das Farbrad, damit wir da im Hintergrund dieses schöne Farbenspiel beobachten können. So. Es geht aufwärts. Immer weiter an die Oberfläche. Aber wenn wir jetzt grün haben, dann können wir jetzt wahrscheinlich zu Hause in unserem Heimatdorf den Leuchtturm öffnen. Wenn wir denn jemals nach Hause kommen. Wie soll ich denn bitte das gestalten? Aha. Okay. Alle Laser aus. Das ist schon mal gut. Und dann müssen wir die jetzt aber wieder anschalten, damit die Tür aktiviert wird. So. Dann können wir hier raus. Ja, okay. Okay, springen wir hier rüber. Deaktivieren wir den Schalter. Gehen hier hoch. Aktivieren uns, ich gehe mal davon aus, das hier wieder. Ja, wir schieben die einfach mal hier in das Loch rein. Dann schieben wir die hier in das Loch rein. Und dann schieben wir hier mal in das Loch rein. So. Ich darf den Sensor, der da oben in der Mitte ist, also den Laser, den orangenen, der da ganz oben in der Mitte ist, da hier so, den darf ich jetzt nicht blockieren, weil da ganz unten, unter ihm, ist der Schalter für die Tür. Und das heißt, wir gehen hier erstmal komplett wieder zurück, weil dann sind wir nämlich außer Gefahr. Schalten jetzt hier den Laser wieder ein, deaktivieren den aber, damit wir hier rüberkommen.
ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Passt auf. Wir deaktivieren den Laser nochmal. Nehmen uns. Warte, das können wir anders lösen, indem wir hier einfach. Ach so, ne, halt. Wie? Moment mal. Wie komme ich denn da über den Abgrund? Weil ich muss ja. So, okay, ja gut, dann war's. Dann muss man ihn doch blockieren. Okay, einverstanden. Und dann müssen wir jetzt gelb deaktivieren und dann geht hier die Türe auf. Okay, alles klar, verstanden. Entschuldigung, dass ich euch Quatsch erzählt habe. So. Ja. Dann müssen wir Lila deaktivieren. Ja, und dann volle Kanne gegen Rot rennen, ja. Der Plan. So. Ah, shit, jetzt war ich zu zögerlich. So, dann aktivieren wir hier mal. Ah, orange ist das, okay. Dann warten wir, bis die Plattform wieder kommt. Gehen hier durch, gehen hier durch. So. Halt. Nehmen ein bisschen, so ein bisschen hier her. So. Kiste und der Laser sind beide orange. Das ist natürlich. Das wird jetzt spaßig. So. Moment. Shit. Zu früh. Wartet mal, da ist ein Schalter. Ahaha, okay. Mit einem Schalter geht es natürlich alles ein bisschen einfacher. Den habe ich übersehen. Okay. Aber dann bewegt sich auch die Plattform nicht. Gut, aber ist egal, weil wir gehen jetzt hier wieder. Was? Ne. Hä? Thank you.
Kann ich da überhaupt drauf springen? Ja, das müsste gehen, aber. Hm. Wetten, dass es da einen einfacheren Weg gibt als das, was ich hier gerade versuche. Mal so machen, dass wir die Plattform genau da anhalten, wo wir sie brauchen. So. Das wäre wohl der einfachere Weg gewesen. Okay. Dann holen wir uns die Plattform jetzt wieder zurück. Und schalten die genau jetzt ab. So. Ah. Hey, wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist rechts über uns. Links ganz oben hat es einen Schalter. Okay, wir deaktivieren mal rot. Hier hat es auch keine. Da hat es eine rote Kiste. Wie kriegen wir die Tür auf? Moment. Geht wahrscheinlich über den Schalter auf. Ist mal zu vermuten. Nee. Ach, die Tür geht über den Ruckschalter auf, der da drüben ist. Okay. Gut. Die Tür geht über den Druckschalter, Glücksschalter, nein, Gewichtsschalter, nennt es wie ihr es wollt, ihr wisst, was ich meine, da drüben auf. Das heißt, wir müssen das mal hier kurz auf Lachsfarben stellen. Hier nicht drüber.
Jetzt habe ich mich hier eingesperrt oder was? Sieht so aus, gell? Obwohl, wenn ich jetzt rot nehme, falle ich einfach hier runter, das ist auch okay. So, dann machen wir das einfach so. Holen uns den hier rüber. So, und die Türen. Die Türe geht auf, wenn wir gelb machen. So, dann ziehen wir uns die Kiste hier rein. Und dann müsste, sollte drüben. Jawohl. Das heißt, wir nehmen jetzt hier das Rot, springen hier runter, springen hier durch. Springen hier rein, stellen uns hier davor, aktivieren wieder das Gelb, holen uns den Schlüssel. Laufband irgendwie, wahrscheinlich kann man das irgendwie umschalten, gell? Gehen wir nicht davon aus. Sieht nicht danach aus. Ach so, aber blau schmeißen ich hier rein und sind dann durch. Yay! So. Und hier drüben bei dem roten, da waren wir, soweit ich weiß schon. Deswegen gehen wir jetzt hier durch das Grüne in Richtung Leuchtturm. The more I experienced, the more I realized how little I was experiencing. Seeing the world in true color was not true at all. The goalposts had just been moved a little further down an infinite playing field.
These shades, they are a paradigm away from what I could ever imagine. And yet, how much more there must be? Is there ever such a thing as true reality, Hugh? Does truth exist in our minds the same way that color does? Maybe next I'll stumble upon a third dimension. Could you imagine? Interessante Fragen werden hier gestellt, muss man ja sagen. Vor allem sind das meistens Fragen, wo, glaube ich, jeder für sich selbst die Antwort geben muss. Weil ich glaube, Wahrheit ist was, was ähnlich ist wie Farben. Das ist für jeden anders. Schaut, wo wir sind. Ich gehe jetzt trotzdem, bevor ich den Schalter betätige, mal noch mal kurz hier raus. Aber ich glaube, hier draußen war sonst nichts mehr, was wir machen konnten. Gell? Wir hatten da alles erledigt. Weil hier war ja unser Heim. Hier war sein Zuhause mit dem Balkon und hier war das Ding mit dem, ja, mit dem rosa Block. Genau. Und hier kommen wir dann wieder zurück in die Höhlen. Genau. Gut. Eigentlich irgendwas Neues für uns? Ne. Dann gehen wir jetzt mal hier runter und betätigen den Schalter. Und mir als Spieler hat es jetzt genau was gebracht? Aber unser Zuhause gibt es trotzdem noch. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir könnten jetzt mit ihm mitfahren zu der Universität, von der schon in den Briefen die Rede war. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr Lust habt, lasst mir noch ein Abo, einen Kommentar oder ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen!